mega schönes Gefühl. Vor 3 Jahren hat ja, der ZFF alles angefangen. Wir waren mit dem Film Beto an der ZFF gewesen. Und jetzt wieder an der ZFF dürfen sein und vor allem im Gesicht. Das ist mega schön. Danke vielmals. Das Ganze war während Corona-Zeit gewesen und das hat das gesamte ZFF-Team wirklich super gemeistert. Das hat gleich stattgefunden. Die Leute konnten Filme schauen und das ist wirklich sehr geil gewesen. Ja, extrem viel. Ich habe von Beto extrem viel gelernt. Beto war ein Wendepunkt in meinem Leben, wo ich mich eigentlich entscheiden musste. Und der Beto, also trifft da, hat auch Entscheidungen müssen treffen. Entweder der Mike oder meine Familie. Und ich musste das auch müssen treffen. Entweder Film oder arbeiten, ganz normal. Ich kann sagen, ich habe Beto immer noch bei mir. Er sagt mir immer noch, Amix, Buri, das ist das Richtige. Los auf dein Herz. Das ist es. Bleib dran. Weil Amix hast du natürlich auch Zeiten, wo du nicht mehr machst, wo es einfach mal anschießt, wo die Hoffnung vielleicht mal verlierst. Aber der Beto ist nachher der, der kommt und sagt, schau, die Hoffnung ist da. Jetzt geht es weiter. Ich freue mich mega, weil ich bin mega gerne am 6-Leuten-Platz und ich bin immer mega aufgeregt, wenn das Ganze mal aufgestellt wird. Ich trinke dort ganz oft das Kaffee und schaue Leute ein bisschen zu und das ein bisschen beobachte. Und währenddessen, dass dort noch gebaut wird, ist mega cool. Und ja, ich freue mich sicher aufs Green Carpet, auf die tolle Partys, auf Filme natürlich. Und ja, coole Leute zu treffen, ehemalige Kollegen, Schauspielkollegen. Ich finde ZFF wirklich eine super Sache.